Explosionsgefahr in Heimfeld. An der Hangstraße war Gas aus einer defekten Leitung in die Kanalisation gelangt. Es bildete sich ein zündbares Gas-Luft-Gemisch. Vermutlich durch einen Kurzschluss ist es hier in der Hangstraße zu der Zerstörung einer Gasleitung gekommen. Das austretende Gas hat sich im Erdreich verbreitet, hat sich dementsprechend in allen Schächten und Kanälen gesammelt und ist dann auf die Straße gedrückt worden. Dieser Geruch wurde von den Nachbarn wahrgenommen, hat die Firma Vattenfall und E.ON Hanse alarmiert, plus die Feuerwehr. Wir haben dementsprechend dann alle Schächte geöffnet, belüftet, haben dementsprechend die Gebäude links und rechts kontrolliert. Dort war kein zündfähiges Gemisch, es war ein zündfähiges Gemisch auf der Straße. Die Straße jetzt wird von der Firma E.ON Hanse geöffnet. Die Gasleitung ist bereits abgeschiebert und wir hoffen, dass in den nächsten Stunden dann die Unsäglichkeiten für die Anwohner hier beseitigt sind.